Hallo YouTube, hallo Zocker, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt City Skylines. Ich möchte euch das kurz zeigen. Ich habe mir die Ampelmod runtergeladen und die Errungenschaften, die werden damit deaktiviert. Ich habe trotzdem mal versucht, in der Stadt ohne Ampel zu überleben. Das Ergebnis war erschreckend. Ich hatte noch mehr Staus. Ja, es ist kein Joke. Ich hatte noch mehr Staus. Ohne Ampel geht gar nichts mehr. So, deshalb mache ich es wieder aus, habe wieder Errungenschaften, lad das Ganze und dann legen wir los. Sorry, dass ich das jetzt nicht rauscutten kann. Vielleicht gelingt es mir ja noch, das rauszucutten. Ich weiß es nicht, aber... Ach, wir laden es einfach mal. Fertig. Es ist erschreckend. Also, ich habe gedacht, ohne Ampeln ging es vielleicht besser. Nein, es geht schlimmer. Der Verkehr fließt zwar, aber die Schlangen werden immer länger. Denn ohne Ampeln fließt natürlich der Verkehr auch in die Stauregion schneller nach. Das ist das Problem. Ich meine, klar, man kann zusätzliche Ampeln schalten, womit man die Autos wieder ein bisschen aufhält. Das habe ich jetzt nicht gemacht, gebe ich auch offen zu. Aber ich bin der Meinung, vielleicht sollte ich einfach meinen Umbau vornehmen. Ja, hört sich blöd an, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte, umbauen. Aber vielleicht sollte ich einfach meinen Umbau vornehmen. Und wenn ich den Umbau durchgeführt habe, dann haben wir ja immerhin noch die Möglichkeit... Ach du lieber Himmel, was geht denn hier ab? Großes Firmensterben. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit zu gucken, ob dann der Verkehr besser läuft oder eben nicht. Läuft er dann immer noch nicht besser, dann können wir uns immer noch mal Gedanken machen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal massiv umbauen. Weil nichts gegen die Stadt, die ist super. Ja, also ist mal ganz im Ernst. Also die gefällt mir unheimlich gut, komischerweise. Weil sie halt so ein bisschen unterschiedlich ist. Also sie hat hier gebogene Straßen, sie hat hier, ja, eine richtig krasse Hauptstraße, sie hat hier Blockbauten. Sie hat hier ein richtig cooles Gewerbegebiet. Also ich finde auch das hier unten, finde ich echt cool gelungen. Das einzige Problem ist, es ist für den Arsch, weil zoom hier ran, sehen wir hier die 1000 Staus. Ja, und mal ganz im Ernst. Ich bin hingegangen und habe hier die Ampeln überall entfernt. Habe die Straßen umgebaut und so weiter. Das war ein Chaos. Das war ein pures Chaos. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wie viel brauchen wir denn für den nächsten Erfolg? Dann kriegen wir nämlich einen Flughafen. Oh, ein Flughafen ist immer gut. 65.000. Ja, das ist noch ein bisschen hin, würde ich sagen. Ich glaube, das schaffen wir so schnell nicht. Ja, nichtsdestotrotz, wir bauen um. Thema durch. Das fällt mir jetzt schwer. Das fällt mir jetzt verdammt schwer, aber es bleibt uns vermutlich nichts anderes übrig, weil, also ich meine ganz im Ernst, diese ganzen Konstruktionen, die bringen uns nicht voran. Was wir natürlich machen könnten, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. So, ich bin mal am Gucken. Da haben wir Platz, da haben wir Platz, hier haben wir Platz, da haben wir Platz. Also wir können natürlich auch hier ein Wohngebiet modernster Bauart bauen. Ja. Damit sozusagen die Basis schaffen für das, was wir später umbauen. Oder hier oben. Können wir auch ein Wohngebiet modernster Basis bauen und können dann darauf aufbauen, die anderen Dinge anfügen und dann nach und nach abreißen und umbauen. Also weil wir werden umbauen müssen. Ich meine, diese Straße hier, die finde ich eigentlich soweit okay, aber auch falsch. Die ist total falsch, ja. Na gut. Kommen wir noch drauf. Wenn es denn soweit ist. So. Ich für meinen Teil gehe jetzt mal hin und fange mit dem Umbau an. Wir entfernen mal hier die Stromkabel. Denn die wollen wir hier, wo sie jetzt gerade langlaufen, nicht mehr haben. Wir wollen die jetzt von hier mehr oder weniger hier rüberführen. So, damit hängen sie immer noch am Stadtnetz, weil wird immer noch hier reingespeist, aber sie sind hier nicht mehr im Weg. Wichtiger Punkt. So, dann gehen wir den nächsten Schritt. Wir gehen auf Straßen
Oh oh. Habe ich so viel Stress, dass mir jetzt schon die Ohren zufallen und ich einen Pfeifton aufs Ohr kriege? Alter, was ist denn nur los? Ihr habt doch gar keinen Stress. So. Wo fangen wir denn an? Wir fangen mal hier an. Also normalerweise die Hauptstraße hier, die muss massiv umgebaut werden. So viel steht schon mal fest. Wir können die allerdings nutzen, mag ich gerade, weil die läuft ja schon in die Richtung, wo wir es eigentlich hinhaben wollen. So. Dann gehen wir jetzt hier ab und bauen mal hier rüber. Ich muss mal gucken, wie weit, dass wir hier nicht in das landwirtschaftliche Gebiet reinbauen. Das gibt jetzt ein riesen Wohngebiet. So, dann gehen wir hier hoch. Fahren wir mal bis da. Dann gehen wir hier rüber. So, dann gehen wir hier ein Stück runter. Wir müssen das nämlich hier ranbringen an die Straße. Dann gehen wir hier rüber auf die Straße drauf. So, zwei große Kreuzungen und im Prinzip eine Einbahnstraße. Ja, es geht nämlich nur in eine Richtung. Es geht nicht woanders hin. So, will jetzt von hier einer, aber hier runter. Bumm. Jetzt können wir hier drin Straßen bauen. Jetzt bauen wir hier drin nämlich auch Straßen. Allerdings bauen wir hier drin andere Straßen. Wir bauen nämlich hier auch Hauptverkehrswege und nicht Hauptverkehrswege. So, wir machen hier zum Beispiel eine Exchange-Route. Was meine ich damit? Wir haben hier zwei Spuren, die in eine Richtung führen und zwei Spuren, die in die andere Richtung führen. Das ist für den Austausch, damit die Fahrzeuge sich hier... Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel einer hier ist und will dahin, müsste er normalerweise komplett hier außen rum fahren. Das wäre ätzend. Jetzt kann er hier lang fahren, hier rüber fahren, hier runter fahren. Wenn einer hier raus will... Ja, das ist jetzt blöd, weil der fährt dann auch hier lang. Habe ich nicht so clever gemacht, glaube ich. Mit der Ausfahrt hier. Aber gut, also wir werden es mal versuchen. Im Zweifelsfall können wir das ja noch umbauen. Von der Breite her, notfalls passiert dann noch eine Einbahnstraße und dann ist der Käse durch. Bauen wir dann, wenn es soweit ist. Beziehungsweise, was ich gemacht habe, ist eigentlich schon wieder ein Fehler. Wir machen die Straße wieder weg. Ja, ich denke immer, ich kann hier anbauen, ohne dass ich... Aber es funktioniert ja nicht. Könnt ihr vergessen. Also, das Problem ist, ich muss... solche Straßen bauen. Dass ich es wegnehmen kann. Und das war jetzt, glaube ich, auch ein Fehler, weil ich habe es ja gerade umgekehrt gebaut. So, kriege ich aber noch umfunktioniert, glücklicherweise. Müssen wir nicht komplett abreißen. Weiß gar nicht, kostet das eigentlich Geld, die umzumarkieren? Weil sowas würde ich mir echt wünschen, dass man das, wenn ich auf einen Pfeil klicke, dass ich bestimmen kann, wohin die Pfeile deuten sollen. So, jetzt haben wir es nämlich geschafft, dass die Fahrzeuge, die hier reinfahren, die fahren jetzt hier lang, dann fahren sie hier runter. Also das heißt, sie können ja gar nicht hier hoch. Wer hier oben raus will, richtig, der muss hier rum. So, jetzt haben wir das aber auch voneinander getrennt und das ist gut so. Und jetzt können wir hier Wohnblocks bauen. Das Problem ist, er macht uns wieder Ampeln. Okay, gut, wir bauen nicht so. Hat mich überzeugt, wir bauen anders. Wir bauen hier eine Ausfahrt, die exakt bis zu diesem Rahmen geht. Aber auch ein Müll. Das hat doch gepasst, jetzt passt es wieder nicht. So, das ist die Hälfte, genau.
Also im Normalfall, ja gut, hier haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir da sowieso schon eine Ausfahrt haben. Da muss ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anders planen. So, da können wir vielleicht noch den Anschluss machen, der kostet uns nicht viel. So, haben wir drei Einfahrten in dieses Wohngebiet, einschließlich drei Ausfahrten. Wie habe ich das doch gleich gemacht? Das ist gar nicht mal so einfach, das dann wieder zu hinzukriegen. So habe ich es gemacht. Ja, das ist blöd. Das ist falsch. Meine Güte, ey. Das ist aber auch hier, das ist so schwer. Das ist so schwer, das so zu timen, wie du es gerne hättest. Also gut, wir machen es anders. Das ist doch die Mitte, oder nicht? Nach unten 3, nach oben 2. Das geht schon mal nicht. Okay, gut. Ich habe einfach zu viel nach Gefühl gebaut, deshalb haut das vermutlich nicht hin. Na gut, da müssen wir einfach durch, da verlieren wir halt. Verlieren wir jetzt einiges an Bauland. Aber da müssen wir jetzt halt einfach durch. So. Dann machen wir hier eine Anbindung nach unten und eine Anbindung nach oben und eine Anbindung nach vorne nicht, weil hier haben wir ja schon eine Kreuzung, das wird dann wieder zu Staus führen. So, jetzt brauchen wir dort natürlich noch Wasser. Wir gehen mal hier in die Mitte, gehen das mal hier durch, haben wir da schon mal eine Basis geschaffen. Gehen wir hier nach oben, ziehen das hier rüber. Bauen wir hier noch in der Mitte. Bisschen verschwenderisch sind wir ja schon. Gebe ich hier auf den Zoo. Aber ich würde gern unter die Straßen eben einfach möglichst viele Rohre legen. Gut. Dann brauchen wir dann noch Strom. Brauchen wir nicht. Hängen wir eh schon dran. So, wir lassen mal ein bisschen die Zeit laufen. Einfach um zu gucken, ob das alles hier funktioniert. Wasser fließt, sehr schön. Wasser, wie sieht's aus? Wasserverfügbarkeit ist ein bisschen eingeschränkt. Abwasser passt noch, verstehe ich jetzt nicht. Haben wir unten Abwasser dazu gebaut und Wasser nicht. Wir haben hier 5, wir haben hier... ich weiß warum. Die Landwirtschaft. Die liebe, liebe Landwirtschaft. Ah, wir können das mal hier ranbauen. Das ist ein bisschen weiter oben. Ja, das passt. Wir bauen mal hier ein bisschen Wasser ran. Verbinden das und hängen es hier ans Wassernetz. Und dann sollte das eigentlich relativ flott laufen, dass das Ding Strom kriegt und Wasser pumpt. Dann haben wir genug Wasser da. Jetzt brauchen wir da unten noch ein bisschen Abwasser. Abwasser bauen wir immer nur unten an. Und mit Kläranlagen, wie gesagt, da muss ich mal gucken. Aber momentan sieht es nicht danach aus, als ob Kläranlagen wirklich was taugen. Die verschmutzen zwar das Wasser weniger, aber dafür kosten sie es doppelt und schaffen auch nicht mehr. So, und jetzt bauen wir hier oben mal so eine Siedlung, wie ich eigentlich denke, wie man die bauen könnte. So, das ist natürlich der falsche Weg. Also... Wir brauchen in so einer Siedlung ja Jobs. Das ist schon mal das eine. Da würde ich sagen, wir machen hier vorne mal so ein bisschen Büros. Na, wie weit ziehen wir es? Ich würde mal sagen so. Und hier zwischendrin machen wir keine. So, dann brauchen wir normalerweise Geschäfte. Da würde ich jetzt mal sagen, nicht an die große Hauptstraße ran, wegen dem Lieferverkehr. Machen wir hier Geschäftsviertel und dann brauchen wir Wohngegend. Und das ist der größere Part. Die bauen wir dann hier. So, damit das Ganze super funktioniert, brauchen wir hier noch diverse Einrichtungen, wie zum Beispiel Feuerwehren.
Ist natürlich immer ein bisschen kritisch mit so vielen Einbahnstraßen, wie ich die jetzt da habe, eine Feuerwehr so zu platzieren, dass sie auch überall hinkommt. Ich würde mal sagen, bauen wir lieber unten ran. Bauen wir sie mal von innen ran. Passt. Feuerwehr, Krankenhaus oder Arzt. Polizeistation und eine Grundschule. Machen wir ein bisschen weiter hinten. So, dann machen wir hier eine Buslinie. Kriege ich das irgendwie hin? Buslinie, hallo, Buslinie. Neue Linie, okay. Machen wir nämlich eine, die schön hier außen rum fährt. Das ist ein bisschen, ich weiß auch nicht. So, machen wir eine, die hier außen rum fährt. Dann machen wir noch eine neue Linie, und zwar eine, die soll man so am besten beschreiben. Hier in die Wohnviertel und so weiter reinfährt. Weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, so. Ich glaube, wir machen das so, genau. So, das ist die eine und dann machen wir hier oben noch eine, die auch hier reinfährt, allerdings von der anderen Seite. Machen wir einfach mal so. Um vielleicht hier, aber das ist eigentlich ist das ein unnötiger Aufwand, den wir hier betreiben. Ja, ich habe es mir fast gedacht, das haut hier nicht so ganz hin. Eigentlich ist es ein unnötiger Aufwand, den wir hier betreiben, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das ist so nah beisammen alles, dass die eigentlich auch laufen könnten. Aber wir wollen es mal versuchen. Vielleicht kriegen wir es ja hin. So, das heißt, wir haben hier drin, von den Wohngebieten her, Arbeit, Geschäfte und Wohnen. Wir haben Schulen, wir haben alles Mögliche, was wir brauchen. Was noch fehlt, sind Parks. So, und wir gehen mal hier hinter, weil es einfach schöner ist. Wir bauen dann zum Beispiel mal ein Karussell. Karussell kann uns hier oben helfen. Ja, eigentlich muss ich es hier in die Mitte bauen, dass möglichst viel abgedeckt ist davon. So, damit ist eigentlich die ganze Wohngegend abgedeckt. Bauen wir hier mal ein Karussell hin. Das deckt da alles ab. Wir bauen hier mal ein Basketballfeld noch nebendran. Wir machen hier so eine Art Freizeitgeschichte und vielleicht noch einen Hundepark hier auf die andere Seite, dass die Jungs auch was haben. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an, wie das Ganze hier vonstatten geht. Also momentan fehlt Strom, ganz klar. Hier unten kommt Strom dazu, jetzt wird hier gebaut, da fehlt auch Strom. Es sollte aber in der Regel relativ schnell hier oben die Stromversorgung eintreten, wenn sich die Dinge miteinander vernetzen.